Das Xiaomi Poco M6 Pro. Handypreistipp mit toller Hardware. Wir haben das Smartphone für euch getestet. Das günstige Handy beeindruckt mit einem hochwertigen 6,7 Zoll OLED-Display. Das Bild ist sehr hell, scharf und zeigt satte Farben. Auch die Akkulaufzeit überzeugt. Mit rund 12,5 Stunden kommt ihr mühelos durch den Tag. Und das Laden des Akkus dauert nur eine Stunde. Die Ausstattung ist grundsätzlich solide. Erfreulich ist der große Speicher und auch ein Spritzwasserschutz ist vorhanden. Die Performance ist eher mäßig. Standard-Apps sind kein Problem. Für anspruchsvolle 3D-Games reicht die Leistung aber nicht. Zudem gibt es viele veraltete Standards. LTE statt 5G für den Mobilfunk, Wi-Fi 5 statt Wi-Fi 6 für WLAN sowie langsames USB 2.0. Die Bildqualität der Kamera ist insgesamt nur mittelmäßig. Tageslichtfotos sind brauchbar. Bei wenig Licht sehen die Bilder aber nicht mehr gut aus. Das Xiaomi Poco M6 Pro bekommt ihr für einen Preis von rund 230 Euro. In unserem Test erhält es die Gesamtnote gut. Unser Alternativvorschlag? Das Motorola Moto G84 für rund 200 Euro. Das Motorola ist dem Xiaomi in fast allen Aspekten sehr ähnlich. Es hat nur einen kleineren Speicher. Dafür ist es noch ein wenig günstiger.